It's your boy, Hallöchen, meine Damen und Herren. Eine frohe Weihnacht wünsche ich euch und natürlich auch schon mal einen guten Rutsch, auch wenn wir uns vor dem Rutsch eigentlich auch noch diverse Male sehen werden. Aber dennoch sagt man das ja immer so dazu. Ich ziehe mir jetzt was Lustiges an, während ich dieses Video hier mache und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Warte mal so. Ja. So ist gut, ne? Ja. Ein Jahr ist jetzt schon wieder rum, es rennt wie die Sau, man kennt es, je älter man wird, desto schneller laufen die Jahre. Wir haben einiges gemeinsam gemacht und dafür möchte ich natürlich einfach grundsätzlich mich bei allen bedanken. Schön, dass ihr dabei wart in den Streams, bei den Videos, in den Kommentaren, in den Events, die wir gemacht haben und lirum larum. Auch wenn es dieses Jahr jetzt nicht extrem viel war und wir vor allem auch nicht alles machen konnten, was wir uns vorgenommen haben und natürlich auch alle so ein bisschen, ich sag mal, einen Schwung in den Bauch bekommen haben mit Covid und der ganzen Kacke. Nichtsdestotrotz habe ich auf jeden Fall Spaß mit euch gehabt dieses Jahr. Und auch Spaß mit den ganzen Sachen, die ich hier noch habe. Also gut, viel ist es nicht mehr. Nur noch zwei Sachen. Also werde ich es lassen. Ja, also ich bin natürlich erstens sehr froh, dass wir alle gesund durchgekommen sind durchs Jahr. Von uns hat es ja keinen erwischt oder zumindest nicht arg erwischt. Das ist schon mal ein schöner Punkt. Natürlich auch, dass wir diesen Gedanken des Zuhausebleibens gemeinsam vertreten haben und gemeinsam reingezockt haben, zusammen Dinge unternommen haben, aber trotzdem den Gedanken des zwar alleine zu Hause Seins, aber eben nicht alleine Seins, sondern dann doch gemeinsam halt, ihr wisst schon, dass wir da reingeballert haben. Ich will jetzt hier gar keine überdramatische Rede machen, sondern mich wie gesagt einfach nochmal bei euch bedanken, dass ihr halt so am Start wart. Und ich hoffe natürlich, dass das nächste Jahr... Ah, die werden wahrscheinlich gekiet, das ist ja grün. Naja, dann muss ich jetzt durch. Da sind schwebende Glocken über mir. Die werden genau mitgetrackt. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Hier hängt der Schotter von den Hütchen dran. Naja, heute ist übrigens dann irgendwann abends, irgendwann nachts noch ein Livestream. Da werden wir gemütlich gemeinsam reindümpeln. Ich weiß noch nicht, wann der startet. Denkt aber bitte dran, dass es eben heute nicht um 18 Uhr einen Livestream gibt, sondern dann irgendwann nachts, irgendwann, wenn ich heimkomme, werde ich dann auf Steam und auf Twitter und so halt schreiben, hey, yo, wir dümpeln noch ein bisschen rein, dann gucken wir, was wir so machen. Ne? Ich habe noch keinen Plan, womit wir dann anfangen oder grundsätzlich, was wir spielen. Einen großartigen Plan habe ich jetzt eh nicht für das Video gehabt. Ich wollte, wie gesagt, einfach nur mal geschwind ein paar Worte loswerden, ohne jetzt großartig da sentimental oder eben auch in einem gewissen Pathos irgendwas rauszuhauen. Also wie andere mit Draw My Year und ich habe dies gemacht und ich habe das gemacht und meine Güte, ging der ab und so. Soll eigentlich nur ein ganz gemütliches Danke werden. Dankeschön an alle, die eben über das Jahr mit am Start waren und nicht nur jetzt als Spenderich oder Subscriber, Kanalmitglied oder sonstiges. Also nicht nur die monetären Sachen, sondern eben einfach alles. Wenn man hier Kommentare schreibt, wenn man liked, wenn man einfach die Videos guckt, wenn man in den Streams ist und einfach aktiv da ist, mitspielt, die Spiele auffüllt und so weiter. Also danke einfach an alles und jeden, der mit am Start ist, egal wie. Ich weiß, meine Ohren sind abgeschnitten und der eben diese Sache und vor allem eben unsere Community, da sind übrigens kleine Sterne drauf, das ist nur ein marginaler Unterschied. Ist nur ein marginaler Unterschied zu der anderen. Komm, ich mach's auch wieder nach vorne, oder? Dass man so ein bisschen was davon hat. Ja, das ist gut. Ja, also einfach danke an jeden, der mit da war. Nächstes Jahr wird hoffentlich genauso sweet wie dieses Jahr, nur halt von der gesamten Welt her hoffentlich ein bisschen entspannter. Wir alle wissen, dass es nicht zack mit Jahresende und Jahresanfang dann im neuen Jahr irgendwie alles, dass alles wieder gut ist, das wissen wir. Aber was wir eben auch wissen, ist, dass wir die Arschbacken zusammenpetzen müssen. Und dann läuft das auch, ne? Da. Gut, Kinders, dann mache ich jetzt hier mal aus. Und leg mich hin, es ist schon ziemlich spät. Ich wusste, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich habe 3 oder 4 Videos angefangen für dieses Video hier. Mitunter auch große Sachen, wo ich mir dachte, nee. Erstens schlafe ich dann heute Nacht nicht, also es ist jetzt schon 3 Uhr, wenn ich die anderen Sachen fertig mache. Und zweitens haben sie nicht den Charakter, den ich eigentlich haben möchte. Weil, wie gesagt, ich bin niemand, der mit Pathos da rangeht und sagt, sondern ich sage, Prison Bruise, dude. Prison for Bruise.